Galavorstellung, Spiel gewonnen, doch von guter Laune war bei Weltfußballer Lionel Messi keine Spur. Nach dem 3:0-Erfolg seiner Argentinier über Kolumbien in der WM-Quali rief der Gaucho-Kapitän mit versammelter Mannschaft im Rücken stattdessen zum Presseboykott auf. Grund dafür eine Twitter-Meldung über den angeblichen Haschkonsum von Teamkollege Ezequiel Lavezzi. Wir haben die Entscheidung getroffen, vorerst nicht mehr mit der Presse zu sprechen, aus den wohlbekannten Gründen. Es gab viele Anschuldigungen und viele Respektlosigkeiten, über die wir schon geschwiegen haben. Über das, was wir auf dem Platz leisten, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Egal, ob wir gut oder schlecht spielen, aber es ist nicht das erste Mal, dass man die Privatsphäre von einem von uns verletzt und solche Anschuldigungen verbreitet. Wenn wir dem jetzt kein Ende setzen, wird es nie aufhören. Das ist eine ernste Sache. Lavezzi war vor dem Spiel gegen Kolumbien aus dem zu großen Kader gestrichen worden und hat bereits verkündet, gegen einen Radioreporter wegen der Unterstellungen rechtliche Schritte einzuleiten.